So, wir sind wieder zurück bei den Olympischen Spielen mit Sonic und Mario, aber wir spielen natürlich Sonic. Und das waren ja die Olympischen Spiele in Tokio 2020 und die nächste Disziplin, wo ansteht in unserem Training, weil der Story-Modus war das natürlich auch schon, ist Skateboardfahren. Und Leute, neben Surfen ist Skateboardfahren mein absoluter Lieblingssport. Es ist unglaublich ästhetisch und apropos Skateboard und apropos Laserboard, ich habe gestern einen Film gesehen, ich habe praktisch einen Film entdeckt, von dem ich gar nicht wusste, dass er existiert und da geht es auch so um ein Skateboard, Laserboard, Hoverboard. Verfolgt das mal auf meinem Kanal, beziehungsweise auf dem Kanal Kips Laboratory, da möchte ich nämlich Videos verstärkt über Animationsfilme und Animationsfilm-Reviews bringen und Science-Fiction-Reviews bringen. Aber genug Werbung gemacht. Jetzt erstmal sind wir hier beim Skateboardfahren. Sonic ist ja schon richtig cool. Aber auf dem Skateboard ist er noch cooler, weil... Guckt euch diese Moves an. Guckt sie euch an. Oh, perfekt. Und schon die 100.000 Punkte erreicht. Richtig, richtig toll. Da kriegt man nämlich Punkte für bestimmte Tricks, wo man macht. Zum Beispiel hier. Boardslide. Jawohl, 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 jawohl. Und natürlich für den Olli. Nennt man das noch Olli? Ja, das nennt man noch Olli. Wenn man da so durch die Gegend gewirbelt wird. Und wieder hier Boardslide. Wer übrigens auf dem Laufenden bleiben möchte, was so auf meinen anderen Kanälen passiert oder was ich sonst noch mache, ich habe mal hier die Webseite eingeblendet, planetbarb.space oder kipsupernova.de. Da sind nämlich auch die Videos aus meinen anderen Kanälen zu sehen und was ich sonst noch so mache. Jawohl, haha, jetzt schaffe ich noch die 200.000. Ja, ich schaffe sie, ich schaffe sie, ich habe sie geknackt, ich habe die 200.000 geknackt. Ja, aber... Wie gesagt, wie beim Surfen ist auch beim Skateboardfahren der Spaß im Vordergrund. Ja, Sonic, das hast du dir redlich verdient. 218.000 Punkte, das kann sich sehen lassen. Und im Hintergrund, den Sonic, der den Daumen hoch hält als Ballon. Platz 3 auf Platz 1. Was, Donkey Kong? Donkey Kong fährt für die Tschechoslowakei. Oder für die Slowakei? Wie heißt das? Egal. Bronzemedaille von Sonic. Jawohl. Gold wäre schon nicht schlecht. Oh, im Hintergrund übrigens das Maskottchen der Spiele in Tokio. So, Runde 2. Ziemlich cool, ziemlich cool. Oh, ich glaube, ich brauche gar nicht gewinnen. Ich will einfach nur die richtig coolen Moves sehen. Es ist wirklich, es ist ästhetisch. Es ist unglaublich ästhetisch. Oh, seht euch an. Vor allem... Da passen die roten Schuhe wirklich richtig gut von Sonic. Richtig gut. Ziemlich cool, super, aber etwas zu früh. Oh, toll, perfekt, perfektes Timing. Alles, was in Regenbogenfarben übrigens erscheint, ist natürlich perfekt. Ist das Perfekte und das absolute Maximum, wo man erreichen kann. Das ist natürlich das Beste. Ja, ich weiß, oh, Spaß, es gewinnt nicht alles, aber ich möchte doch noch die 200.000 Punkte erreichen, weil ich muss euch was gestehen, ich stehe auf große Zahlen. Also ich finde große Zahlen richtig faszinierend, obwohl ich nie der Beste in Mathe war, aber die Alien Sona Kip Supernova ist natürlich der Beste in Mathe und hat Mathematik studiert und natürlich auch Logik und komplexe Mathematik. Höhere Mathematik. So. Schaffe ich 200.000? Ja, jawohl, ich habe sie geschafft. Ich habe sie geschafft. Jawohl, darauf kann man stolz sein. Auch die zweite Runde. 210.000 Punkte. Not bad. Es reicht leider nicht für den zweiten oder sogar für den ersten Platz. Donkey Kong und... Oh, wer ist denn das Prinzesschen da? Ich habe den Namen vergessen. Waren leider besser, aber ich gönne es ihnen. Bronzemedaille für Sonic. Und wir machen die dritte Runde.
auch hier wie bei Splatoon 3 knackige Runden, fettige, läppige Runden. Jawohl. Und hoch und es gibt leider hier keine Halfpipe. Es gibt keine Halfpipe. Man kann hier nicht auf, wahrscheinlich, weil man hier auch andere Tricks und Moves. Ich weiß jetzt gar nicht, machen soll. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das das Original von, so wie es bei den Olympischen Spielen in Tokio auch war, auch genauso aufgebaut? Oder weht jemand, da weht jemand eine Sonic-Fahne? Oh, mehrere Sonic-Fans hier im Publikum. Weiß das vielleicht jemand? Wenn nicht, dann ich kann das recherchieren, kann im nächsten Video vielleicht erklären oder sagen, ob in dem Spiel die Originalschauplätze, also was heißt Schauplätze, aber die Sportplätze auch so nachgebaut sind, wie sie in echt ausgesehen haben. Ich habe leider wenig gesehen von den Olympischen Spielen von Tokio. Leider. Und leider ist auch mein Traum geplatzt, bei der Eröffnungsfeier von Paris dabei zu sein, weil da sind die Karten schon weg. Das hat mir jedenfalls jemand gesagt. Ich werde es natürlich nochmal recherchieren. Vielleicht habe ich Glück. Aber wenn nicht, dann ist es schade. Dann werde ich es eben im Fernsehen gucken. So, 212.000. Ich habe sogar meinen letzten Punktestand noch überboten geknackt. 216.000 Punkte. Sehr cool. Sehr cool. Ja, aber leider Daisy. Daisy heißt es Prinzessin. Und Donkey Kong hat es auf den ersten Platz geschafft. Den hätte ich auch mal gerne auf dem Skateboard gesehen. Aber was soll's. Wieder Bronze. Das ist doch auch was. So, das waren die Olympischen Spiele in Tokio mit Sonic auf dem Skateboard. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und ja, Kip Supernova over and out.